Die Kulturförderung messen wir ein großes Gewicht zu. Wir feiern jedes Jahr diese Prämierung, diese Förderpreisvergabe. Und das hat auch eine hohe finanzielle Bedeutung natürlich für die einzelnen Künstler, die dann ausgezeichnet werden. Der Preis ist mit je 10.000 Franken verbunden. Wir vergeben jedes Jahr maximal 8 Preise. Ich denke, es ist eine gute, schöne Preissumme, die den Kunstschaffenden möglich macht, noch eine gewisse Zeit auch zu arbeiten oder ein spezifisches Projekt zu realisieren. Zentral ist immer das künstlerische Potenzial, die Innovation, die in den Arbeiten steckt, die dann da juriert werden. Also quasi das Entwicklungspotenzial einer Künstlerin oder eines Künstlers. Ich denke, es ist ein sehr gutes Mittel, um Leute miteinander in Kontakt zu bringen, um über Gemeinsamkeiten sich auszutauschen, um aneinander auch sich reiben zu können. Ich denke, für Künstler aus einem kleinen Kanton wie jetzt Appenzell-Innerrhoden, wo wir heute Abend sind, wenn der einen Preis bekommt, im Gegensatz zu einer Künstlerin in Baden-Württemberg, sagt doch das auch etwas über die Bedeutung des Preises aus, über die Wertigkeit, über die Qualität des künstlerischen Schaffens dieser Preisträgerinnen und Preisträger. Ja, ich habe nächstes Jahr eine Ausstellung, eine Einzelausstellung, wo ich neue Projekte realisiere. Und da werde ich bestimmt diese finanzielle Unterstützung gut brauchen können, um meine Projekte voranzutreiben. Also ich werde auf Grundlage von diesem Preis die nächsten Monate ganz, ganz viel Zeit meiner Arbeit widmen. Und meine Hoffnung oder Erwartung darin ist, dass ich inhaltlich weiterkomme in meiner Entwicklung und meiner Arbeit. Und dass ich es eben aber durch diese intensive Arbeitszeit auch schaffe, mir nochmal weitere Türen zu öffnen. Die Förderpreise machen jedes Jahr deutlich, wie viele Leute, wie viele junge Leute in diesem Bodenseeraum kreativ tätig sind und was für ein unglaubliches Potenzial hier vorhanden ist.